Hallo. Wir sind jetzt hier im Fairways Inn in Miami. Yeah! Arnes Lieblingsstadt. So, aber ich kann euch mal das Zimmer zeigen. Es ist jetzt zwar ein bisschen von uns unordentlich, aber also für 2 Sterne ist das richtig, richtig cool. Und ihr könnt sehen, 4:51 Uhr sind wir jetzt schon wach, ne? Wir mussten gerade erstmal gucken, welches Fitnessstudio überhaupt auf hat. Das, wo wir hin Ganz, wollten, ganz macht erst wichtig. um 8 Uhr auf. Also 8 Uhr ist ja eigentlich schon früh, ne? Aber für uns leider ein bisschen zu spät. So, dann gehen wir mal zum Auto. Ab zum Auto. So, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Das heißt ja immer Moin aus Hamburg. Jetzt heißt es Good Morning. Ja. From the USA. Schon das erste Schnäppchen gemacht. Monster Energy Zero in Zitrone. Gibt es in Deutschland nicht. Gab's hier bis jetzt auch noch nicht. Ich bin mal gespannt. Ja, jetzt. Chlorreiniger oder die geilste Ob Sache das der jetzt richtig Welt? nach Chlorreiniger schmeckt oder richtig Burner schmeckt. Das ist jetzt mein Das ist das Pre-Workout-Booster. Nackenhörnchen. Das ist ganz wichtig, das Nackenhörnchen. Ist hier los? Die Sperre. Ist die Sperre eingebaut? Vielleicht sollen wir hier nochmal das Licht ausmachen? Die Welt. Zimmer Nummer 332. Wie heißt das? Heißt die Wurzel hier? Sleep in. Sleep in. Haben wir gestern auch direkt mal gemacht. Eingesleept. Und wir haben es sofort gefunden. Gibt's hier Schönes? Das haben wir alles leer gefuttert. Ja. Ganz wichtig. Aber es Geil, so ein gibt Riesendings da unten. diesen Crispy Boah, die sind richtig Treat. geil. Das Pop Wichtigste Tarts. ist, es gibt hier an jeder Tankstelle fast Quest Bars. Also zumindest in Furzbars Deutschland, Quest eigentlich, Bars. ne? Heißen die. Wie sind überhaupt hier runtergekommen? Wir Das ist sind der mit dem Fahrstuhl. Fahrstuhl gefahren. Wieso stolperst du da? Und am geilsten ist es hier, wie wir alle gestern Pizza gegessen haben, wir eigentlich auch noch Hunger hatten. Oh yeah. Und es gab noch 2 Quest Bars. Damit die Gains gesaved worden. Du hältst die Kamera auch an mir vorbei. Ja, die ist aber irgendwie auch schief. Dann musst du die mal Du justieren. musst die mal gerade machen. Warte mal. Hier ist die ein bisschen. Die ist irgendwie so. So? Sieht man sich dann? Mit der schönen Brustwarzensperre da oder Klemme? Es war heute ein bisschen wärmer als gestern, als es geregnet hier, als wir Ja, aber angekommen kalt war es ja nicht, es hat nur waren. geregnet. Dünn. Morning. Morning. Warm ist es nicht. Aber auch nicht kalt, ne? Nö, ich schätze mal so angenehm. 18 Grad. Naja, für morgens 5 Uhr ist es doch okay, oder? Da hinten ist der Pool, vielleicht hängen wir da heute auch noch ein bisschen ab. Schauen I wir don't mal. think so. Heute ist Shopping auf der Ja, aber die auf Shopping-Malls Agenda. machen alle erst um 11 oder 12 Uhr auf am Sonntag. Heute ist ja Ja, Sonntag. ganz Amerika untypisch. So, wo ist er? Da. Da geht das aber vorne rein auf. Boah, diesmal haben wir uns nicht so eine geile Karre gegönnt. Letztes Mal hatten wir ein SUV. Heute gibt es nur ein Kia. Oh, der sieht doch auch nicht schlecht aus. Was solides mit großem Kofferraum, wo er gesagt hat zu Anne, da passt nur ein Koffer rein. Da haben wir alle 4 Koffer reingekriegt. Leute, Tipp von mir an euch, wenn ihr in Amerika seid, egal welche Mietwagenfirma, ey. Lasst euch nicht verarschen, ihr braucht keine Zusatzversicherung für Vandalismus. Ja, wenn ihr es in Deutschland abgeschlossen habt, macht es ein All-Inclusive-Paket. Und lasst euch nicht irgendeine Scheiße andrehen. Ja? Und irgendwie upgrade nur, wenn es Sinn macht.
Ja, ganz wichtig, dass die Pinöppel hier hängen. So, ich würde mal sagen, wir schalten mal das Navi an, heizen los und dann gibt es später mehr von uns beiden. So, wir sind zurück im Gym. Es ist 4.27 Uhr. Wir machen uns warm. Wir sind gerade hier in tiefste, Gadda gefahren. Haben jetzt aber ein 24-Hour-Fitness gefunden. Die Shack Edition. Weil es jetzt noch so früh ist, gibt es hier keinen Day Pass und Tagesticket, sondern wir müssen oder dürfen so trainieren, weil du erst ab 7 Uhr hier was kaufen kannst. Nehmen wir so mit. Bis später. So, my friends, jetzt muss ich leider wieder Voice-Over machen. Da in dem Studio die ganze Zeit natürlich Musik lief und ich nicht den Fall aufnehme, natürlich, dass das Video geflaggt wird. Ich habe einmal jetzt kurz vorher so mein typisches Aufwärmprogramm hier aufgenommen. Die Band Pull Aparts hat mir da einfach einen Expander genommen. Ich mache das eigentlich mal erstmal gerade, um die Schulterblätter schön frei zu kriegen, die Schultergürtel aufzuwärmen und dann so ein bisschen seitlich aufmacht. Gerade für die Rotatorenmanschette, das ist für mich relativ angenehm. Also ich mache relativ selten dieses Innen-Außen-Rotation, sondern viel mehr aufhöhlen. Des Schultergürtels die Arbeit, jetzt ein bisschen seitlich, um da die Strukturen frei zu kriegen, da nochmal ein bisschen zur Brust, in Dehnung zu kriegen, einfach durchbewegen, ja, Schultergürtel. Das ist alles mal relativ steif vor dem Training. Dann glaube ich, was habe ich noch gemacht, jetzt einmal eine kurze Übung, die ich so machen kann. Das ist jetzt eine Variante, die ich allen empfehle, damit man überhaupt ein bisschen Beweglichkeit in den Schulterblättern und in den Brustwirbeln kriegt, bevor man so einen Pull-Day macht, den ich jetzt dann gleich absolvieren werde da auf dem Video. Und einfach nur das Zurückziehen der Schulterblätter, die Retraktion nennt man das. Da sieht man jetzt, ich versuche so wenig wie möglich über die Ellbogen zu arbeiten, sondern nur die Schulterblätter nach hinten zusammenzuführen. Erhöht gleich die Beweglichkeit in den Schulterblättern und halt entscheidend darüber, was wir nun, wie gut wir arbeiten können, aktivieren können. Ja, dann einfach Ellbogen auch nochmal. Das Gelenk kann auch ganz schnell mal sich ein bisschen melden, wenn man das nicht ein bisschen durchbewegt. Ein paar Bizeps Curls. Zack, zack, zack. Dann nochmal Außenrotation. Bisschen, das war jetzt ein bisschen quer und schief. Einfach nur, um durchzubewegen. Also diese Übung ist jetzt nicht die Magie, ja, weil es halt mal alle machen, ist schon nicht verkehrt. Mir ging es darum, mich jetzt wirklich nur moderat, lokal sozusagen in den einzelnen Gelenken aufzuwärmen. Dachte ich, filme das mal ab, vielleicht für den einen oder anderen interessant, was ich da so mache. War jetzt, wie man vorher eben gesehen hat, noch 10 Minuten auf dem Crosstrainer. Mach's normalerweise andersrum, hab's jetzt vergessen. So rumzumachen war halt noch recht früh da, 5 Uhr morgens, 5.30 Uhr, ich glaube vorher habe ich gerade 4.30 Uhr gesagt, es war glaube ich 5.30 Uhr. Ja, und dann habe ich einfach mal jetzt kurz immer drauf gehalten, was ich da gemacht habe. Ich nenne das jetzt immer mal so Urlaubspumperei, weil ich wirklich mal komplett von meinem Progressionsplan abgewichen bin oder es auch im Urlaub immer gerne mache, einfach wo ich Bock drauf habe, drauf lostrainiere. Die Latzug zur Brust. Einen weiten Griff mit den Versa Grips. Da ist es mir aber wichtig, dass ich, ja, wenn ich nach oben komme, jetzt gehe ich auch immer wieder ein bisschen nach vorne, um in den Stretch zu kommen im Latissimus. Und beim Runterziehen über die Ellbogen richtig schön eine tiefe Kontraktion reinkriege. Schön Spannung in die Muskel. Was man jetzt nicht im Video gesehen hat, habe vorher noch Klimmzüge gemacht. Aber eigentlich auch eher zum Aufwärmen, jetzt nicht schwer mit Zusatzgewicht oder irgendwas. Und dann einfach fürs Gefühl trainiert. Dann haben wir noch genommen die Hammer Strange, die Row Machine. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, Low Row oder irgendwie so. Ein Untergriff für die Rückendichte. Die geht richtig, richtig gut rein, wie eigentlich fast alle Hammer Strange Maschinen von der Biomechanik recht gut sind.
kann ich durchaus jedem empfehlen. Wenn man da sieht, arbeite ich sogar mit Ellbogen über, weiter nach hinten raus als die Mittellinie. Und das hat immer zur Folge, dass auch die hintere Schulter, wie man jetzt immer sieht, auch immer ordentlich Arbeit mitbekommt. Wo jetzt die Kameradame hinfällt, weiß ich nicht. Allgemein immer ein bisschen aus dem Bild heraus, aber Hauptsache die sieht, was passiert. Ja. Wir haben noch. Das war jetzt eine Nautilus-Maschine. Also Nautilus, glaube ich, habe ich bisher immer nur in Amerika gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Also die Maschine war auch recht alt. So eine Latzug-Variante mit so speziellen Griffen. Auch da sieht man jetzt, ich versuche mir oben mal ordentlich Stretch zu holen und dann auf dem Rückweg diese Spannung in die Kontraktion mitzunehmen. War auch eine gute Maschine. Jetzt hier, das ist so eine Live-Fitness-Hybrid-Maschine aus Butterfly und Butterfly Reverse, kann man verschieden einstellen. Habe in letzter Zeit lieber Facepulls gemacht als so eine Reverse-Fly-Varianten. Aber auch da dachte ich jetzt, Maschine mal wieder benutzen. Das ist sogar eine Precore-Maschine, gar nicht die von Live-Fitness. So, war auch in Ordnung, war auch ganz gut vom Gefühl. Was haben wir da noch gemacht? Das war es eigentlich so für den Rücken. Dann noch Bizeps Curls gemacht. Jetzt nicht sonderlich schwer, sondern wirklich auch hier schön ins Gefühl hinein trainiert. Bei der SZ-Hantel habe ich auch drei oder vier Sätze gemacht. 8 bis 10 Wiederholungen jeweils. Jetzt nichts Spektakuläres. Ich habe jetzt im Urlaub halt auch nicht den Sinn und Zweck, hier groß Gains zu machen. Also ich habe jetzt meinen Minicut jetzt quasi vor dem Urlaub beendet. Fahre jetzt die Kalorien langsam wieder hoch, praktischerweise im Urlaub. Werde jetzt aber keine großen Gains machen, deswegen werde ich jetzt hier auch nicht extrem ins Muskelversagen reingehen. Höchstens im letzten Satz. Habe ich noch gemacht? Ja, doch, Facepulls habe ich doch nochmal gemacht, weil mir es noch nicht gereicht hat für die hintere Schulter und ein bisschen für den Schultergürtel. Und das in einer extrem hohen Variante hier. Ja, auch schön immer Schrauben ins Gesicht, Intensität stimmt. In einer sehr hohen Variante und man sieht hinten maximale Kontraktion und gehe auch gar nicht ganz raus aus der Spannung. Ganz kleiner Bewegungsradius für die Übungsvariante. Die brennt dann richtig schön den hinteren Schultermuskel. Richtig schön aus. Und zu guter Letzt nochmal zum Auspowern. Kein wirklicher Cooldown, sondern nochmal Gas gegeben. Mit den Ropes gearbeitet. Einfach nochmal Stoffwechsel ankurbeln, Gas geben. Hatte ich einfach Bock drauf, weil sie da einen schönen lange Ropes hatten. Ja, das war das Workout. Jetzt nichts Spektakuläres, glaube ich. 4 Rückenübungen, 2 hintere Schulter, 2 für den Bizeps und einen habe ich da ausgelassen. Ja, entspanntes Gym, so eine Shack Edition, 24 Stunden, 24-Hour Fitness. Erstes Workout ist schon durch. Im 24-Hour Shack. Jetzt machen wir ein bisschen Grocery Shopping hier im Walgreens. Und dann gehen wir zu Dannys frühstücken. Ja! Yeah. Hier sind Karten für deine Oma. Karten, muss meiner Oma eine Karte schreiben, ganz wichtig. Guck mal. So, Oreos. Hier ist schon wieder alles, was man so schönes essen kann. Die besten Oreos sind die hellen Oreos in der Birthday Cake Variante. Kann ich nur jedem empfehlen. Beste. Besten Oreos. So, mal gucken, was wir hier noch schönes finden. Ich mache bestimmt aber noch mal ein einzelnes Video. Aber das können wir erst alles noch. Ja, ja, ja. Richtig shoppen tun wir, wenn wir in Naples sind. Da fahren wir nämlich heute hin. Also erstmal ein paar Monster einkaufen, ein bisschen Wasser, Grundversorgung, Monster Energy. Und dann fahren wir ins Hotel, duschen und dann frühstücken wir und dann geht's weiter. See you later. So, my friends, es ist jetzt, wir wissen gar nicht, wie spät es ist und alle Telefone sind verschieden eingestellt.
auf dem Telefon, iPhone ist jetzt 7.20 Uhr. Wir haben schon Workout absolviert, wir haben schon ein bisschen was eingekauft. Und ich habe geilerweise, gleich mal zeigen, wo sind die Chips? Vorne in der Tüte. Ach so. Geilerweise hier, 24 Hour Fitness, die Shaq Edition. Ich weiß nicht, welche Zuschauer hier noch Shaquille O'Neal kennen, die müsste schon ein bisschen älter sein. Basketball-Legende. Der hat anscheinend so ein 24 Hour Fitness. Monster, ein Viererpack. Die weißen finde ich eigentlich am geilsten. Es gibt jetzt zwar neue, aber die sind aus meiner Sicht die besten, wenn ihr mal hier seid. Und was ich unbedingt testen wollte und da gefunden habe: Protein Chips von Quest Bars. Barbecue und was testen wir noch? Sea Salt. Bin gespannt. Ich lasse es euch wissen, wie sie schmecken. So, das können wir gleich wieder rein. Ja. Ihr seht, das Wetter ist noch nicht so dolle. Vögelein zwitschern. Wir sind hier irgendwann so ein Golfplatz in unserem Hotel. Ja, jetzt gehen wir erstmal schön duschen. Und dann Gainsaving bei Danny's. Schön Hardy Wheat Pancakes essen. See you later. Gleich. Ach so. Frühstück, Freunde, wir sind bei Danny's. Und hier gibt es das beste Frühstück aus meiner Sicht. Für wenig Geld und macro-friendly. Da kann man immer schön so einen Grand Slam machen. Sich selbst zusammenstellen. Ich habe Hardy Wheat Pancakes. Ne? Zweimal. Und zweimal Egg Whites. Also alles High Carb, Low Fat. Fruits haben wir nochmal bestellt. Dann gibt es hier Sugar Free Syrup. Gibt es hier auch immer, sogar im Laden. Hatten zwar ein bisschen Carbs, nicht für die Walden Farms so, die kaufe ich noch. Dann kann ich das hier richtig ertränken. Ja, aber immer geiles Frühstück, wenig Geld und lecker. Kaffee ist auch gut. Da habe ich nur mal ein bisschen White Chocolate reingetan, habe ich mitgebracht. Ja, es ist jetzt 8.16 Uhr gerade mal und wir werden jetzt ordentlich futtern. See you later. So. Shopping ist durch. Wir sind seit halt morgen um 9 Uhr hier. Die Mall macht erst um 11 Uhr auf. Ja, um 11. Jetzt ist es 13.30 Uhr. Ich habe mir die Schuhe gekauft. Weil die anderen, die ich anhatte, leider. Ein bisschen scheiße waren. Was hast du denn gekauft? Nike haben wir leer gekauft. Nein. Es war irgendwie nicht so toll, ne? Nee. Irgendwie die Läden waren halt cool so, aber was die da angeboten haben, war nicht so gut. Ja, aber die Basics. Was hast du denn gekauft? Shirts, eine von den Shirts. So, alles was man so an Basics kauft. Wo wir überfahren werden. Boah, heute Morgen, als wir gekommen sind, waren hier irgendwie mal vielleicht 25 Autos. Jetzt sind ein bisschen mehr. Deswegen? Wir waren fast die ersten hier. Ja, deswegen haben wir natürlich auch einen guten Parkplatz gekriegt. Ja, wenn wir das Auto jetzt wieder finden. Das müsste doch hier stehen. Da. Guck mal drauf. Da. Da ist es doch. Da. Siehst du? So, jetzt geht's zu. Wir müssen noch das Navi einstellen. Ja, ich weiß. Jetzt geht's zu Chipotle. Wollen wir mal gucken, wo das ist? Ich habe die Adressen schon rausgesucht. Ach, du hast sie schon rausgesucht, cool. Ja, ich muss mal mein Wasser noch haben, ne, und was zu essen. Ja. Das dauert jetzt aber noch. Ja. Es dauert so lange, wie es dauert, ne? Okay. Mittagessen. Chipotle. Beste Fastfood-Variante in Amerika. Guck mal, wie voll das hier ist. Stehen alle mega in der Schlange hier. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Eine Viertelstunde. Kann ich nur empfehlen. Ganz wichtig, Chicken nehmen. Kein anderes Beef. Chicken schmeckt hier gut. Und dann gleich doppelt machen, ne? Ja. Und sonst aber ganz wichtig, am Mann zu haben.
immer schön safe bleiben. So, das ballern wir jetzt weg und dann fahren wir nach Naples, ne? Ja, dann geht's in den richtigen Urlaub. Jetzt sind wir noch in Miami, im Candle. Und dann geht's nach Naples. Jetzt wird erstmal ordentlich gemapft. Oh,